Hi, hier ist der Matthias von einfachboot.de. Heute zeige ich euch den Spierenstich oder auch Gerüstbauerknoten genannt, ein sehr sicherer Knoten. Um den Spierenstich korrekt auszuführen, steckt ihr das lose Seilende durch den Gegenstand hindurch, den ihr befestigen wollt, geht dann einmal über das Seil hinweg, drunter hindurch, über die Kreuzungsstelle, wieder drunter hindurch und jetzt unter den beiden Buchten entlang des stehenden Part. Ein bisschen fummelig, dafür dann später halt auch sehr sicher. Jetzt am losen Ende festziehen und den Knoten nach oben schieben. Fertig, so muss er aussehen. Super nützlich ist der Spierenstich auch, wenn ihr das Seil zum Beispiel an einem Karabiner festmachen wollt. Also nochmal, Seil hindurchziehen, loses Ende über die stehende Part hinweg, drunter hindurch, über die Kreuzungsstelle hinweg, drunter hindurch, drüber hinweg und entlang der stehenden Part durch die beiden Buchten. Am losen Ende festziehen und am festen Ende nach oben schieben. Wenn ihr den Knoten richtig gut festarbeitet, hängt der Karabiner da recht steif dran, was das Einklicken entsprechend erleichtert. Das war's schon wieder. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, lasst mal einen Kommentar unterhalb des Videos da und abonniert meinen Kanal, nur so verpasst ihr nichts. Bis dann!